Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gericht zum Kochs Vegan Kochvideo-Wettbewerb. Mein Name ist Anna vom Kanal Absolute Lebenslust und ich zeige euch heute ein leckeres Walnuss-Rucola-Risotto. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich die Zutaten an. Wir brauchen für zwei Personen 250 Gramm Risotto-Reis, 150 Gramm Walnüsse, eine große Zwiebel und ein paar Frühlingszwiebeln, die wir in Ringe schneiden, 150 Gramm Rucola, 250 Gramm braune Champignons als kleine Beilage und eine Sojasahne. Wir fangen mit den Walnüssen an, die wir zunächst ganz grob in einem Zerkleinerer hacken und anschließend werden diese Walnüsse in einem Topf angeröstet. Nach dem Rösten geht es zurück in den Zerkleinerer und es wird nochmal ein wenig zerhäckselt, bis wir kleinere Stücke erhalten und davon wird dann die Hälfte in eine Schüssel gegeben und der Rest wird mit Sojasahne übergossen und nochmal ganz fein zerhackt, bis die Konsistenz richtig schön cremig geworden ist. Die Nusscreme kommt dann zurück in einen Topf und wird mit Salz und Pfeffer aufgewärmt und zunächst beiseite gestellt. Jetzt kommen wir zum Risotto und dazu erhitzen wir uns etwas Olivenöl in einem Topf und braten die Zwiebeln für ungefähr 2 Minuten darin an, bis sie leicht glasig werden. Dann kommt auch schon der Risotto-Reis dazu und muss ebenfalls 1 bis 2 Minuten mit angebraten werden. Anschließend geben wir ein Schlückchen Wasser zum Reis dazu und lassen es komplett verdunsten bzw. vom Reis aufnehmen. Und wenn dann keine Flüssigkeit mehr im Topf ist, wird erneut Wasser dazugegeben, bis der Reis komplett damit bedeckt ist. Das Ganze kann dann auch schon mit Salz und Pfeffer gewürzt werden und wir warten erneut ab, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Nachdem wir den Reis das dritte Mal mit Wasser bedeckt haben, kommen die Frühlingszwiebeln dazu, damit wir am Ende auch ein aromatisches Risotto haben, das nicht einfach nur nach Wasser schmeckt. Dann könnt ihr auch hier nochmal ein wenig mit Salz und Pfeffer würzen und es muss wieder abgewartet werden, bis keine Flüssigkeit mehr im Topf ist. Dann kommt wieder etwas Wasser dazu und es geht immer so weiter, bis unser Reis langsam aber sicher anfängt weicher zu werden, beziehungsweise die Konsistenz schlotzig wird, wie man so schön sagt. Und dann können nämlich auch schon die geviertelten Pilze in etwas Olivenöl angebraten werden und auch der Reis sollte nochmals abgeschmeckt werden, um zu schauen, ob eventuell Salz oder Pfeffer noch dazugegeben werden muss. Wenn der Reis dann schon fast fertig ist und nur noch im Kern etwas hart ist, können die gehackten Walnüsse aus der Schüssel dazugegeben werden, die auch noch mal etwas Flüssigkeit aufnehmen, also immer mal wieder noch ein bisschen Wasser dazugeben. Nach etwa 2 weiteren Minütchen sollte der Reis dann schön schlotzig und durch sein und dann kann nämlich auch der Rucola dazugegeben werden, den ich mir vorher noch grob gehackt habe und dann sollte das mit dem Rucola noch mal für 1 Minute durchziehen. Zum Schluss kommen zum Risotto noch 1 bis 2 Esslöffel der Walnuss-Sojacreme dazu, damit das Ganze nochmal so ein schön cremiges und nussiges Aroma bekommt. Dann zum Ende nur noch alles auf einem Teller servieren und die restliche Walnusscreme über die Pilze geben oder eventuell auch nochmal einen Klecks auf euren Risotto und schon seid ihr fertig und könnt euer leckeres Risotto genießen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit den anderen Beiträgen.